So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ja, im letzten Part haben wir die Capere-Tractum-Aufgabe fertig gemacht, zusammen mit Harry. Und ich stelle gerade fest, unsere Zauber werden tatsächlich immer zurückgesetzt. Aus irgendeinem Grund werden wir immer wieder auf Expelliarmus umgestellt. Dabei hatte ich mit Harry eigentlich als letztes Capere-Tractum ausgewählt. Naja, was soll's. Wir sollen in diesem Part zu Professor Lupin in den Klassenraum für... Ja, für was? Muggelkunde, glaube ich. In den vierten Stock auf jeden Fall. Um zu lernen, wie man gegen Dementoren kämpft. Das heißt, wir werden als nächstes auch Expecto Patronum lernen. Ja, der einzige Zauber, der gegen Letifoles und Dementoren hilft. Was sind Letifoles? Ja, das sind Tierwesen. So genau kann ich das auch nicht erklären. Ich glaube, die kommen auch in keinem einzigen Spiel vor. Also zumindest die Spiele, die ich gespielt habe. Ich habe ja Teil 1 bis 6 gespielt. Ich habe nur Teil 7 nicht gespielt. Ja, interessant. Und Teil 4 habe ich tatsächlich nur auf dem Game Boy Advance damals durchgespielt. Fünfter Stock Muggelkunde? Nein, da wollen wir nicht hin. Wir wollten Geschichte der Zauberei. Achso. Was hat da gerade so geknallt? Also dieses Vorschaubild sieht auf jeden Fall schon etwas gruselig aus. Muss man einfach so sagen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Spiele damals wirklich so für Kinder gemacht worden sind. Teilweise waren da schon echt Sachen dabei, wo man sich denkt, warte mal, hier kommen noch gleich Bücher. Mein Erzfeind. Bücher, ja natürlich. Gang im vierten Stock. Ach, hier waren wir doch schon mal, ne? Da hinten geht's doch zum... Na, zum Krankenflügel, wollte ich sagen. Nee, ich wollte nicht Hermine, ich wollte Ron. Denn mit Ron brauchen wir mal ganz kurz die Stinkbomben. Ah, ich habe da was gesehen. Und zwar da. Hui, bong. So, und theoretisch gesehen können wir dann auch gleich mal mit Lumos Duo... Wieso das übrigens am Lumos Duo heißt, fragt mich nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. Huch. So. Licht. Wir müssen gehen. Ich werde angeleuchtet. Miau. Das öffnet den Geheimgang. Ah, eine Truhe. Na, dann nehmen wir die doch direkt mal mit. Nice. Okay. Da oben ist ja noch eins. Wir müssen... Ja, Hermine, was müssen wir? Oder war das Harry? Bong. Gucken wir mal kurz. Krankenflügel. Sag ich doch. Hier ging es zum Krankenflügel. Das heißt, wir waren hier schon mal. Und da vorne wurde uns der Weg durch Peeves damals versperrt. Als Draco uns verarscht hat. Dieser Lump. Dieser Gang sieht mir übrigens ein bisschen zu leer aus. Gehen wir zur Geschichte der Zauberei. Junge, der Bass in dem Spiel ist echt nicht zu verachten. Also zumindest, wenn man den Sub aufgedreht hat. Und das habe ich. Also die ganze Zeit hört man so... Das kommt aber tatsächlich vom Spiel. Ah, Harry, du hast deine Freunde mitgebracht. Ich möchte versuchen, dir den Patronus-Zauber beizubringen. Er beschwört einen Patronus herauf. Eine Art Schutzherr, der als Schild zwischen dich und den Dementor tritt. Geh bitte dort hinein und bringe das Zauberbuch mit dem Patronus-Zauber mit. Dir wird ein Irrwicht begegnen. Er nimmt die Gestalt dessen an, wovor wir am meisten Angst haben. Bei dir, Harry, ist das ein Dementor. Viel Glück. Und das macht Harry jetzt alleine. Ich meine, okay, laut Buch und laut Film ist es ja so, dass tatsächlich Harry einen Einzelunterricht kriegt, aber im Spiel hätte ich dann doch gesagt, macht es doch Sinn, wenn man es Ron und Hermine auch gleich beibringt. Gut, andererseits würde es keinen Sinn machen, weil im fünften Teil bringt es ja Harry den beiden bei. Okay, dann...
gucken wir mal, was wir hier für eine tolle Prüfung vor uns haben. Hier ist auf jeden Fall schon mal der blutige Baron. Das müsste der fette Mönch sein. Das ist der fette Mönch. Wer das ist, weiß ich nicht. Und das weiß ich auch nicht. Okay. Was sind das hier für Schalter? Nehmen. Ich muss weitermachen. Ja, ich bin auch schon dabei. So, und... Natürlich funktioniert es nicht seitlich. Ist ein bisschen ärgerlich, aber was soll's. So. Ja. Geschafft. Wieso habe ich jetzt auf einmal Capere Tractum auf X und auf Y habe ich... Flippendo. Dieses Spiel, das verwirrt mich ein bisschen, indem es einfach meine vorgegebenen Konfigurationen komplett über den Haufen wirft. Hui! Ich bin rübergeflogen. Hurra! Das hört sich so böse an, ne? Hier hört man die ganze Zeit irgendwas krispeln. Krispeln. Ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Irgendwas bröckelt hier vor sich hin. Achso, das sind die Capere Tractum-Dinger. So böse Musik, wenn man hier das Tor öffnet. Ne? Das ist unglaublich. So, was haben wir? Aha. Oh Gott, ich glaube, das wird laut. Wieso sind die gerade hoch und runter gegangen, wenn sie jetzt... Okay, da komme ich nicht rüber. Also muss ich den erstmal machen. Achso, ich vergesse immer, dass ich nach hinten ziehen muss. Oh. Ach du Kacke. Okay, jetzt wird das auch noch auf Zeit mehr oder weniger. Das ist eine tolle Sache. Und nebenbei müssen wir natürlich trotz alledem noch hier die ganze Sache machen. Sehr schön. Sowas liebe ich. Ich hasse es, unter Zeitdruck gesetzt zu werden. Okay, da darf ich nicht rüber. Oh Gott, der ist ja schon hier. Leute, das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Ja, erstmal runterfallen. Okay, es zieht zumindest in Anführungszeichen nur Leben ab. Oh! Okay. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, wie es aussieht. Das ist schon hart. Okay, wie habe ich das damals als Kind durchgestanden. Yay! Tor 1 von 4 ist offen. Jetzt ist die Frage, wie komme ich hier jetzt weg, ohne am Dementor vorbeirennen zu müssen? Gar nicht. Okay, aber der Dementor lässt uns einfach vorbei. Es ist der Irrwicht. Ja? Oh Gott. Hallo? Das wäre jetzt gerade ein bisschen creepy. So, da komme ich nicht darüber. Ganz verstehe ich das nicht, was das hier sein soll. Soll das so eine Art Labyrinth sein? Weil du kannst nur von den und den Stellen da aus. Ach, jetzt kann ich von hier aus rüber. Vorhin konnte ich das nicht, oder? Okay, ich will auch gar nicht wissen, wo der Dementor jetzt gerade ist. Ich sag trotzdem, das ist ein Dementor, weil er sieht aus wie ein Dementor. Da hinten, das ist noch relativ weit weg, das Problem ist. So, Tor 2 ist offen. Ich glaube, wir müssen jetzt zu ihm rüber, ne? Ja. Das ist ungünstig. Das ist richtig ungünstig. Ah. Okay. Schnell. Ja, darüber. So. Jetzt kann ich auch hier rüber.
Sehr schön. Gott, ist der schnell. Wieso kam der jetzt so angesprintet? Falls man das überhaupt Sprinten nennen kann bei einem Dementor. Oder ist der gescriptet, wo der lang fährt? Das könnte natürlich auch sein, ne? Ja, vorbei. Es ist jetzt tatsächlich nicht so schlimm, wie ich anfangs erwartet hatte. Wo ist er? Jetzt ist er ganz da hinten. Okay, Tor 3 ist offen. Von wahrscheinlich 4. So, fehlt nur noch eins. Ja. Die Frage ist nur, wie zur Hölle kommen wir da hin? Von hier aus darüber. Fast runtergefallen, sehr schön. Oh, da ist er. Wartet schon auf uns. Schnell rüber. So, und da ist jetzt das Problem. Ja, ich muss den Control-Stick hin und her bewegen. Das ist ein bisschen laut, gebe ich zu. So, hier rüber. Und jetzt darüber. So, und jetzt ist die Frage. Verschwindet er oder müssen wir vor ihm fliehen? Also ich meine, wir müssen ja jetzt schon... Blöd, dass er jetzt direkt neben uns steht. Jetzt gehen alle hoch, oder was? Steht direkt neben uns, ey. Die Hälfte unseres Lebens hat er geklaut. Während der ganzen Sache, das ist schon... Ach, jetzt fallen natürlich auch noch die Plattformen runter, natürlich. Professor Lupin, sicher, dass das ganz jugendgerecht ist? Ich meine, wir haben ja schon in den letzten zwei Harry Potter Let's Plays festgestellt, dass dass Hogwarts nicht so unbedingt der sicherste Ort für Schüler ist. Aber das hier finde ich schon ein bisschen sehr krass, was wir bis jetzt in diesem Jahr durchgemacht hatten. Sehr schön. Was haben wir jetzt hier? Ach, hier haben wir schon das Buch und eine Kiste. Aus dieser Kiste wird der Dementor kommen. Wetten? Das Patronus-Zauberbuch. Ich hab es. Oh weh. Okay. Wie wende ich den jetzt an? Das ist ja direkt richtig. Bewege den Patronus mit Steuerkreuz auf den Dementor zu. Okay. Oh, mit schöner Musik im Hintergrund. Boom. Ja gut, der Unterricht war sehr erfolgreich. Harry ist einfach tot. Ich spreche tot aus und da hinten blitzt es wie bekloppt. Ich kann ja von mir Harry, von... Harry! Ich hab mein Dad gehört. Du hast James gehört? Ja, warum? Sie kannten meinen Vater nicht, oder? Remus? Severus, ich komme sofort. Ich gehe und kümmere mich um Snape. Tut mir leid, aber ihr müsst allein zurück. Versucht nicht gesehen zu werden. Ich kann Snape nicht leiden. Er taucht einfach immer im falschen Moment auf und gibt uns unmögliche Hausaufgaben. Sei dir da mal nicht so sicher, Ron. Was? Nun, als du auf Harry gewartet hast, habe ich in diesen Büchern gelesen. Ich glaube, Feenflügel können wir in Hogsmeade finden. Hogsmeade? Aber wie sollen wir denn noch vor dem nächsten Zaubertrankunterricht dahin? Auf der Karte kann man sehen, dass es einen Geheimgang unter der Statue der buckligen Hexe im dritten Stock gibt. Was meinst du? Ja, was mein ich wie?
Okay. Hermine, kannst du dich da durchquetschen? Jetzt ist allerdings... Hey Hermine, der Spalt scheint die richtige Größe für dich zu haben. Wirklich mal die Frage, wieso kann Lupin uns nicht einfach wieder zum Schlafsaal begleiten? Das ist zu eng für mich. Hermine, meinst ja, ist du, doch du gut. Schaffst das? Mein Gott. Ach, noch ein Zauberbuch. Das Draconiforce Zauberbuch. Ich hab es. Nicht mal eine Prüfung dafür. Okay. Ja, Draconiforce. Sehr witzig, was wir damit machen können. Ihr seht, wo kommt dieser Vorhang her? Naja, und überall, wo diese Statuen sind. Ich sollte vielleicht näher ran. Yay! Draconiforce und Lapiforce sind übrigens in der PC-Variante noch cooler. Da kann man nämlich so kleine Drachenstatuen dann zum Leben erwecken und dann kann man die steuern und auch Hasenstatuen. Das ist cool gemacht. Werden wir alles irgendwann sehen, wenn wir mal die PC-Spiele let's playen. Wenn das irgendwann passiert. Es ist so fucking warm gerade hier drin. Was ist das? Es ist mitten in der Nacht und hier steigt die Temperatur bis zum geht nicht mehr. Was ist da los? Okay, es hat aufgehört. So, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Aber von wem denn? Da ist niemand. Ah, ich habe so ein ganz... Gehen wir zur Statue. Genau, das meine ich. Snape. Hört man ja kaum, ne? Ob die Karte des Rumtreibers weiterhilft? Ob uns die Karte des Rumtreibers hey, weiterhilft? Kommt her! Ja, schrei noch lauter, Hermine. Also, die Klügste bist du nicht. Obwohl das in den Büchern und Filmen immer so dargestellt wird. Dass Snape das nicht hört. Hier hinten fackelt was ab. Hermine schreit wie bekloppt und... Oh. Warum vergeuden wir hier unsere Zeit? Sag mal, das ist wirklich eine Sache, die nervt mich an diesem Spiel. Ja. Warum vergeuden wir hier... Wir sind gerade in diesen Raum reingekommen. Wir haben noch nichts gemacht. Wir sind nur in den Raum reingekommen und schon kommt... Ja, warum vergeuden wir hier unsere Zeit? Na gut, gehen wir einfach mal den Geheimgang entlang. Ich habe auch gerade wieder so das Problem, ich habe wieder den Druck auf den Ohren. Das Problem hatte ich jetzt schon längere Zeit nicht mehr. Ich habe das Gefühl, das hat auch irgendwas mit dem Wetter zu tun. Ja, Harry, was auch immer du gerade gesagt hast. Er hat mir ins Wort gesprochen, ja? Das ist nicht freundlich. Nicht ich habe ihm ins Wort gesprochen, sondern er mir. So, ich schätze mal, die wollen jetzt tatsächlich zum Gang der buckligen Hexe im dritten Stock. Was genau das jetzt bringen soll, weiß ich auch nicht. Dass wir das jetzt machen, mitten in der Nacht, wisst ihr. Aber von mir aus, das soll dem dann so sein. Ich nehme auch noch die Truhe mit. Au! Ich werde gerade in der Cutscene angegriffen. Ich habe sogar Schaden genommen in der Cutscene. Das ist schon ein bisschen hart. So, fackeln wir hier mal den Wandteppich ab mit dem Drachen drauf. Mit einem Drachen drin. Was? Okay. Lasst euch nicht erwischen. Lasst euch nicht erwischen. Vielleicht sollte ich Harry nehmen. Vielleicht sollte ich Harry erstmal heilen. Okay. Da ist ein Vertrauensschüler, der geht vorne und zurück hoffentlich. Fuck. Okay. Wo sollen wir hin? Nach da ja hoffentlich nicht, oder? Nach da? Nee, da ist der Klassenraum. Okay, das heißt, ich muss hier vorbei, während er da runterguckt, oder? Wahrscheinlich.
Dass das funktioniert hat, ist schon... Hier kämen wir zur großen Treppe, aber hier ist eine Draconiforce-Statue. Also wäre es schlauer gewesen mit Hermine dadurch. Hey, hör auf hier rumzusprechen. Hä? Ja, okay, stand mitten im Sichtfeld. Das gebe ich zu. Anvisieren in diesem Spiel, es ist und bleibt eine Freude. Gott! Der Blitz hat jetzt gerade auf jeden Fall das ganze Zimmer erhellt. Das war übel. Und der Donner kommt direkt. Also ich hoffe, man hört ihn auf der Aufnahme nicht, aber... Warum vergeuden wir hier unsere Zeit? Ich habe eine andere Idee, an ihm vorbeizurennen. Er geht jetzt nämlich da hoch. Jetzt. Funktioniert so. Jetzt ist die Frage, was haben wir hier hinter? Eine Tür. Kamera? Geheimgang. Oh, dann nehmen wir mal den Geheimgang, richtig? Wo sind wir denn jetzt? Im Geheimgang, Lukas, im Geheimgang. Ja, aber Geheimgang wohin? Oh weh. Bücher. Schön, dass die anderen beiden einfach gar nichts gemacht haben. Wir müssen gehen. Okay. Hier komme ich nicht lang. Es ist zu steil. Das heißt, dieser Gang hat uns rein gar nichts gebracht. Geil. Nee, warte mal, doch, es hat uns was gebracht. So. Das war mir ein Bedürfnis. Gehen wir zur Statue. Wenn wir hier warten, werden wir noch geschnappt. Ja, ja. Dann gehen wir mal zur großen Treppe. Wo hoffentlich keine Vertrauensschüler sind. Das Problem ist, wir haben die Zeit auch schon fast überschritten. Ich würde sagen, wir gehen noch bis zur Statue und dann geht's ab. Statue, dritter Stock. Die Statue der buckeligen Hexe. Ah, dann geht's auch nach Hogsmeade? Ich kann mich an Hogsmeade gar nicht erinnern in diesem Spiel. Oh nö! Geh weg. Dann schnell hier lang. Und dadurch. Okay. Gott sei Dank müssen wir nur eine Figur durchbringen. Oh Gott. Da kommt ja noch mehr. Okay, so langsam verstehe ich, was die Leute haben mit von wegen, das ist mehr ein Stealth-Spiel. Oh Gott. Jetzt verstehe ich es wirklich. So. Sind ja auch Vertrauensschüler? Ich gucke auf die Karte, aber sehen tue ich nichts. Jetzt kann ich hier lang. Jetzt kann ich hier lang. Jetzt gehe ich hier lang. Jetzt renne ich hier lang. Descendium. Interessant. Ja, das Vorschaubild ist ja immer noch von der Patronus-Aufgabe. Oh Gott. Okay. Wir sind an der heulenden Hütte, hier sollten wir definitiv nicht sein. Aber was genau uns hier erwartet, werden wir im nächsten Part sehen, denn die 20 Minuten sind schon lange um.
Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat der Part gefallen. Mal sehen, was uns im nächsten Part hier erwartet. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Und ich sage Tschüss und bis dann irgendwann, euer Renchi. Bye.